Hi Freunde, heute gibt es eine geile Übung, die machst du 5 bis 7 Minuten am Tag und dann wirst du innerhalb von etwa ein paar Tagen merken, alter Falter, wie hat sich dann bitte meine Schlaghand und meine Greifhand zum Positiven entwickelt? Denn diese Übung hat nämlich einen enorm hohen Nährwert. Erstens, wir trainieren die Flexibilität der Greifhand. Zweitens, wir trainieren die Ausdauer der Greifhand. Drittens, wir trainieren natürlich einen kontinuierlichen Wechselschlag. Und viertens, wir trainieren Synchronisation. Das ist mit Abstand eine der Übungen, die ich grundsätzlich jeden Gitarristen, der Probleme hat, Geschwindigkeit aufzubauen, sofort empfehlen würde. Und deswegen zeige ich sie dir jetzt hier in diesem Video. Lass gerne einen Daumen nach oben da, über ein Abo würde ich mich mega freuen und rein in die Aufnahme und ich wünsche dir viel Spaß mit dieser genialen Übung. Los geht's. Hi, willkommen in der Aufnahme und wir wollen auch gleich in die Übung. Und zwar, wie gesagt, wir haben hier ein Allround-Paket. Warum ist diese Übung so gut? Weil sie A, den kleinen Finger natürlich in Fokus stellt. Das heißt, er ist hier immer unser Leitfinger. Und alle Übungen, wo der kleine Finger so stark involviert sind, sind immer top. Die Übung, um die es geht, ist diese hier. Und was haben wir hier? Wir haben, bis auf die aufsteigende Sequenz, haben wir immer 6 Töne, die wir spielen. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Danach wechseln wir auf die hohe E-Seite und der kleine Finger ist, wie gesagt, immer der Finger, der zuerst den ersten Ton spielt. Ne? Ganz langsam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt kommt der Strecker. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt wird es richtig fies, weil jetzt müssen wir richtig weit zurück. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und jetzt haben wir eine 16. Gruppe. 1, E, and a, 2, E, and a, 3, E, and a. Und dann wieder. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Achtet bitte auf eure Rhythmik. Das ist extrem wichtig. Wir haben am Anfang 6 Töne und dann nachher 4 Töne bei der aufsteigenden Sequenz. Und dann gehen wir wieder rein in 6 Töne. Das ist halt die Schwierigkeit an diesem Stück. Normalerweise könnte man das alles, so habe ich das übrigens auch eingespielt, aber ich habe mich nochmal nach dem Einspieler dagegen entschieden, das so zu machen. Normalerweise wird alles kontinuierlich mit 6 Tönen pro Klick durchgespielt. Aber ich habe gedacht, ich mache daraus noch eine kleine rhythmische Übung. Rhythmisch wäre das hier. Und dann werdet ihr so ein bisschen rhythmisch mit rausgezogen. Ne? Einmal schneller, einmal langsamer. Es hat noch einen zusätzlichen Nährwert, in dem Fall die Rhythmik, die dahinter steckt. Ne? Also haben wir jetzt ein Komplettpaket, das wir abgedeckt haben. Wir haben den Wechselschlag mit drin, wir haben die Synchronisation mit drin, wir haben die Flexibilität der Finger drin und wir haben die Rhythmik mit drin. Also wie gesagt, das ist ein absolutes Bomben-Übungslick, was ich euch hier nur ans Herz legen kann. Macht das wirklich mal 5 bis 7 Minuten am Tag und ihr werdet einen immensen Fortschritt machen. Einen unfassbaren Fortschritt werdet ihr machen. Gefallen dir diese Kurzvideos oder möchtest du doch lieber wieder etwas längere Videos haben, wo ich vielleicht noch detaillierter in diese ganze Geschichte reingehe? Schreib es mir in die Kommentare. Über einen Daumen nach oben würde ich mich mega freuen. Bis zum nächsten Mal, Metal Mike. Und lass gerne ein Abo da, denn das hilft mir zu wachsen.